Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 119, das Tier des Jahres. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. In der heutigen Folge geht es um Tiere, aber nicht um irgendwelche Tiere, sondern um die Tiere des Jahres. In Deutschland wird jedes Jahr ein Tier des Jahres gewählt. Genauer gesagt, ein Wildtier. Und in dieser Folge möchte ich euch die Tiere des Jahres der letzten Jahre einmal genauer vorstellen. Außerdem werde ich euch natürlich sagen, warum es diese Aktion Tier des Jahres überhaupt gibt und was das Ziel dieser Kampagne ist. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Jedes Jahr wird in Deutschland das Tier des Jahres gewählt. Zum ersten Mal hat man das im Jahr 1992 gemacht. Gewählt wird dieses Tier des Jahres durch die Förderer der Deutschen Wildtierstiftung. Und warum wird ein Tier des Jahres gewählt? Mit der Wahl eines Tier des Jahres soll auf ein bestimmtes Tier öffentlich aufmerksam gemacht werden. Das Tier soll präsent sein in der Öffentlichkeit, in den Medien. Und warum? Weil das Tier vielleicht gefährdet ist, weil es bedroht ist, weil sein Lebensraum nicht sicher ist oder weil es vielleicht einen Konflikt zwischen Mensch und dem Wildtier gibt. Manchmal werden aber auch Tiere gewählt, die ein schlechtes Image haben, die unbeliebt sind. Auch diese Tiere können Tier des Jahres werden. Und jetzt möchte ich euch ein paar Tiere des Jahres vorstellen. Im Jahr 2015 wurde der Feldhase zum Tier des Jahres gewählt. Was sind Feldhasen? Stellt euch vielleicht den Osterhasen vor, der Hase, der an Ostern kommt und die Eier bringt. Das ist ein großer Hase. Denn auch ein Feldhase ist groß. Verwechselt einen Feldhasen bitte nicht mit einem Kaninchen. Das sind zwei unterschiedliche Tiere. Wie der Name schon sagt, lebt der Feldhase gerne auf Feldern. Er ist normalerweise 4 bis 5 Kilo schwer und in Deutschland gibt es ungefähr 2 Millionen Feldhasen. Feldhasen sind ungefähr 75 cm hoch und sie fressen Gräser, sie fressen Kräuter, sie fressen Feldfrüchte oder zum Beispiel auch Blätter. Das Fell des Feldhasen, also die Haare, die das Tier hat, ist erdbraun. Im Winter eher graubraun. Der Feldhase ist sehr scheu, also sehr schüchtern und lebt meistens nachtaktiv. Und zwar als Einzelgänger, also alleine. Auch interessant ist, dass Feldhasen immer am gleichen Ort bleiben. Sie ziehen nicht irgendwann um, sondern sie bleiben ein Leben lang dort, wo sie leben. Leider ist der Feldhase bedroht durch den Menschen. Das liegt zum Beispiel an der Landwirtschaft. Für Feldhasen ist es wichtig, dass sie sich verstecken können. In der heutigen Landwirtschaft sind Felder aber oft so, dass sie keine Möglichkeiten zum Verstecken haben. Ein weiteres Problem ist natürlich der Straßenverkehr. Jedes Jahr sterben 60.000 Feldhasen auf deutschen Straßen. Wir gehen in das Jahr 2016, bleiben aber auf deutschen Feldern. Denn im Jahr 2016 wurde der Feldhamster zum Tier des Jahres gewählt. Also es gibt nicht nur Feldhasen, es gibt auch Feldhamster. Hamster kennt ihr sicherlich, die kleinen süßen Tiere, die viele Kinder zum Beispiel als Haustier haben. Feldhamster sind aber keine Haustiere. Feldhamster sind Wildtiere und leben in der Natur. Der Feldhamster ist der einzige Hamster, der in Europa lebt und er wird so groß wie ein Meerschweinchen. Er
frisst Getreide und Feldfrüchte. Und Feldhamster schlafen auch gerne. Sie machen einen festen Winterschlaf von Oktober bis April. Wenn Feldhamster groß sind, wiegen sie ungefähr 600 Gramm. Das Fell des Feldhamsters ist oben hellbraun oder grau und auf der Unterseite schwarz. Feldhamster sehen sehr süß und niedlich aus, aber sie können trotzdem aggressiv werden und man sollte aufpassen. Feldhamster haben nämlich sehr scharfe Zähne und können beißen. Feldhamster sind hauptsächlich nachtaktiv und weil sie Winterschlaf machen, sammeln sie in der Zeit, in der sie nicht schlafen, ganz viel Essen. Feldhamster sammeln einen Vorrat und wenn sie dann den Winterschlaf machen, wachen sie ab und zu auf und fressen ein bisschen von den Vorräten. Die Bedrohungen durch den Menschen für den Feldhamster sind ähnlich wie beim Feldhasen. Die Landwirtschaft ist hier ein Problem. Aber auch zum Beispiel, dass immer mehr gebaut wird und dass es immer mehr Beton gibt und immer weniger Natur. Im Jahr 2017 wurde ein weiteres kleines, süßes Tier zum Tier des Jahres gewählt, nämlich die Haselmaus. Die Haselmaus heißt Maus, ist aber eigentlich keine Maus, sondern ein Bilch. Genauer gesagt, der kleinste europäische Bilch. In dieser Gruppe der Bilche findet man auch Siebenschläfer, Gartenschläfer und Baumschläfer. Es ist sehr schwierig, Haselmäuse zu sehen, denn zum einen machen sie auch einen sehr langen Winterschlaf und sie sind schüchtern. Sie verstecken sich und sind in der Nacht aktiv. Sie sind aktiv, wenn es dunkel ist. Haselmäuse sind wirklich sehr klein. Sie wiegen nur 15 bis 35 Gramm. Und warum heißt die Haselmaus Haselmaus? Warum Hasel? Ihr kennt vielleicht die Haselnuss, die kann man essen. Und Haselmäuse essen auch gerne Haselnüsse. Haselmäuse haben eine perfekte Methode entdeckt, um Haselnüsse zu öffnen. Es gibt aber auch Haselmäuse in Regionen, in denen es keine Haselnüsse gibt. Haselmäuse essen nämlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel Insekten, Samen, Kerne, Blätter und so weiter. Auch sehr interessant finde ich, dass Haselmäuse sehr gut klettern können. Und ihr könnt es euch fast denken, was ist ein Problem für die Haselmaus? Die Landwirtschaft. So, und jetzt Katzenfreunde, aufgepasst! Wir schauen uns eine Katze an. Aber nicht irgendeine Katze, sondern die Wildkatze. In ganz Deutschland gibt es nur ungefähr 6000 Wildkatzen. Die europäische Wildkatze lebt in Wäldern oder halboffenen Landschaften, ist auch nachtaktiv und versteckt sich gerne. Wildkatzen kann man nur selten beobachten. Wildkatzen lieben Mäuse und sie lieben es, diese Mäuse zu jagen. Das machen sie meistens in der Dunkelheit. Wildkatzen können zwischen 2 bis 7 Kilo wiegen, können also relativ groß werden. Sie werden bis zu 12 Jahre alt und sie können sehr gut hören. Wildkatzen haben große, spitze Ohren und mit denen können sie wunderbar hören und natürlich so auch sehr gut jagen. Wildkatzen essen gerne Mäuse, das habe ich schon gesagt. Sie essen aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel Fische oder Reptilien. Wildkatzen sind Einzelgänger, sie leben alleine. Und ein großes Problem für die Wildkatzen ist der Straßenverkehr. Viele Wildkatzen sterben auf deutschen Straßen. Kommen wir zum Tier des Jahres 2019. Das Tier des Jahres 2019 ist ein Tier mit großen Ohren
und großen dunklen Augen. Von diesem Tier gibt es ungefähr 2.500.000 Exemplare in Deutschland. Ich spreche vom Reh. Das Reh ist die in Europa häufigste und kleinste Art der Hirsche. Es ist auch mit dem Elch verwandt. Das Reh lebt in Wäldern und auch oft auf Feldern. Rehe wiegen zwischen 15 bis 22 Kilo, sie werden bis zu 12 Jahre alt und Rehe können sehr, sehr gut riechen. Ein Reh kann einen Menschen riechen, auch wenn dieser noch mehr als 300 Meter entfernt ist. Rehe sind Vegetarier. Sie essen Gräser, Kräuter oder zum Beispiel Blätter. Rehe sind oft etwas scheu oder ängstlich. Und wenn sie Angst haben, dann verstecken sie sich oft mit wenigen schnellen Sprüngen. Wie zum Beispiel auch beim Hirsch findet man auf dem Kopf eines Rehs etwas, nämlich ein Geweih. Das findet man allerdings nur bei den männlichen Tieren. Die Farbe des Felles ändert sich je nach Jahreszeit. Im Sommer ist das Fell oft braun, rot oder ein wenig gelb. Im Winter sind Rehe eher hell bis dunkelgrau. Ein großes Problem für Rehe ist der Straßenverkehr. Fast 200.000 Rehe sterben jedes Jahr auf deutschen Straßen. Dabei könnte man diese Zahl reduzieren. Es gibt oft spezielle Schilder für Autofahrer, die einem zeigen, dass Wild in der Nähe lebt, also wie zum Beispiel Rehe. Oft ignorieren Autofahrer aber leider diese Schilder und passen nicht gut auf. So, und jetzt verlassen wir das Land und gehen ins Wasser. Im Jahr 2022 wurde der Schweinswal zum Tier des Jahres gewählt. Ein Wal ist ein sehr großes Säugetier, das im Meer lebt. In deutschen Gewässern lebt der Schweinswal. Der gewöhnliche Schweinswal ist der einzige Wal, den es in der Nord- und Ostsee gibt. Dort jagt er nach Fisch. Wie andere Wale nutzt auch der Schweinswal Ultraschallwellen, um ein akustisches Bild seiner Umgebung zu kreieren. Und so orientiert er sich, so sucht er Partner oder so jagt er auch nach Fischen. Schweinswale können bis zu 20 Jahre alt werden und sie wiegen zwischen 48 Kilo und 57 Kilo. Sie sind bei weitem nicht so groß wie zum Beispiel Blauwale. Sie sind relativ klein. Sie werden bis zu 1,80 Meter lang. Warum heißt der Schweinswal Schweinswal? Warum Schwein? Vielleicht liegt das daran, dass Seefahrer dieses Tier früher für ein Schwein gehalten haben, das irgendwie im Wasser schwimmt. Der Schweinswal sieht meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen wie ein Schwein aus, aber nicht wirklich. Man braucht da schon sehr viel Kreativität. Schweinswale sind normalerweise unter Wasser. Allerdings müssen sie ab und zu an die Wasseroberfläche kommen, um zu atmen. Denn sie sind keine Fische, sie sind Säugetiere. Es ist deswegen relativ schwer, sie zu sehen. Man kann sie nur sehen, wenn sie kurz hochkommen, um zu atmen. In Deutschland steht der Schweinswal auf der roten Liste. Das heißt, er wird als stark gefährdet angesehen. Insbesondere die Schweinswale in der Ostsee sind stark bedroht. Das liegt an vielen Dingen, wie zum Beispiel an der Fischerei, an Unterwasserlärm und auch an Gift im Wasser. Und zu guter Letzt, ihr fragt euch bestimmt, wer das Tier des Jahres in diesem Jahr ist, oder? In diesem Jahr ist das Tier des Jahres der Gartenschläfer. Der Gartenschläfer ist genauso wie die Haselmaus ein Bilch. Es ist auch ein kleines, süßes Tierchen, das zum Beispiel Insekten, Früchte oder Vogeleier frisst. Der Gartenschläfer klettert gerne und auch sonst ist er der Haselmaus ziemlich ähnlich. Also, das war's zu den Tieren des Jahres. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also, vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.